Doña Claudia hier. Wie kannst du im Alltag kreativ sein? In meinen Videos zeige ich dir, wie ich das mache. Das ist unsere Gastkatze. Die ist ganz oft da. Sie liebt es warm und gemütlich. Und da habe ich ihr schon einen Platz gemacht. Auf meiner Bank. Aber ich glaube, das ist ja jetzt immer noch zu ungemütlich, zu kühl. Weil vorhin saß sie dort, so angekuschelt. Und ich muss sagen, das Kissen habe ich gerade frisch bezogen, weil ich es gewaschen habe. Wenn ich nicht aufpasse, ist sie dort oder dort. Selten da. Ja, und da habe ich mir überlegt, und weißt du, wo sie noch ist? Zeige ich dir nachher mal ein Bild. Da so drin. Geht jetzt aber nicht mehr, ist kein Platz. So. Da habe ich mir was überlegt. Mal gucken, ob ihr das gefällt. Was wir für die Katze brauchen, ist was, was sich waschen lässt. Und ich will kein Geld ausgeben. Und was haben wir hier? Du siehst es schon. Aha. Das sind alte Strumpfhosen. Nee, das nicht, aber alles andere. Gesammelte Werke von früher. Und das ist eine Arbeit, die schon fast fertig ist. Und zwar ist das eine gehäkelte, ja, was ist denn das? Eine gehäkelte Decke oder so? Mit einer dicken Nadel. Und weißt du, was ich mir überlegt habe? Haha, ich werde einfach ein Körbchen draus machen. Hier so ringsrum. Ich muss mal was ausdenken. Ja. Na, mal gucken. Ich bin jetzt ins Nähzimmer hochgegangen. Und was habe ich hier? Guck. Wenn du dich erinnerst, das war so ein Kreis, nicht? Wie so eine Art Teppich. Den habe ich einfach hier so ein bisschen festgesteckt und dann habe ich den so festgenäht und immer... Hier, warte mal, wo siehst du denn das? Hier. Mit alten Strümpfen und Strumpfhosen gefüllt. Bisschen in Form gebracht. So. Und guck mal hier so, ne? Mir war es ja wichtig, dass die Mizi so ein bisschen was hat, was so höher geht, dass ihr das so ein Gefühl von so einem Körbchen vermittelt. Und weißt du was? Da werde ich jetzt hier noch ein Stückchen puscheligen Stoff raussuchen. Mal schauen. Und den werde ich noch festnähen. Und dann, haha, gucken wir. Jetzt habe ich dieses alte Frottee-Handtuch mir rausgesucht. Und dann werde ich einfach das hier so ein bisschen ausschneiden und hier reinlegen. Und mal gucken, ob der Mizi das gefällt. Ich mache jetzt das Video nur fertig, wenn sie mindestens einmal da drin war. Also, ich schneide mal. Tada, und wieder ist was fertig. Guck mal. Habe ich einfach so umgeschnitten. Und jetzt lege ich das dahin auf ihren Platz und wenn sie morgen kommt, aber wehe, wenn sie das nicht leiden kann. So. Gut. Da schauen wir mal. Da haben wir das gute Stück an Ort und Stelle. Was habe ich gemacht? Eine fertig gehäkelte Decke so umgebaut, dass sie so eine Rundung, ein Körbchen ergibt und ein altes Handtuch ausgeschnitten und reingelegt. Mal gucken, jetzt muss nur noch die Mizi kommen. Na, mal schauen. Hier nochmal von außen das Sitzplätzchen und ich will mal gucken, die Katze ist gekommen, warte. Da hinten frisst sie gerade. Jetzt werde ich schnell reingehen und die Tür von innen aufmachen. Mal gucken, weil die soll das ja annehmen. Also, wir gucken. Tja, dann geh mal in dein Körbchen Neues. Tja, Mizi, mach mal. Nur gerade nicht, wa? Yeah, Durchbruch ist erzielt. Die ist schon von alleine reingegangen. Mal gucken, ob sie sich's noch gemütlich macht. Cool. Yeah. Das wird.
Yep. Hat sie angenommen. Das finde ich schön. Da hat sie nämlich ringsrum ein bisschen was zum Kuscheln. Ach ja. Und? Voll gelungen. Jetzt ist sie voll eingemummelt. Schön. Das freut mich für die Mizi. Und noch ein Nachtrag. Die Katze hat einen Ofen bekommen. Hat sie gleich angenommen. Den haben wir umgesetzt aus dem Flur, weil er dort wegen Wintergarten 1 nicht mehr gebraucht wird. Und schwupps, siehe da. Katzen wissen, wo es schön ist. Und vor allen Dingen warm. Aha. Ja, Mietzi, dort sollst du eigentlich hin. Naja. Katze mit Pyramide. Ah! Und soll ich dir mal sagen, warum diese Katze dort den Trickmarker, nee, nicht Trick, sondern diesen Punkt gekriegt hat? Wir haben herausgefunden, dass es zwei weiße Mietzis gibt, die zu uns kommen. Letztens nämlich, da lag die Mizi auf ihrem Platz und dann ist draußen vor dem Wintergarten 2, da so also, noch eine zweite Mizi langgelaufen. Und jetzt erklärt sich auch, warum die eigentlich immer Hunger haben. Da denkst du, schon wieder Hunger, hat doch gerade erst. Das ist ein bisschen wie bei Hase und Igel, oder? Kennst du die Geschichte? Aber der Sache gehen wir auf den Grund. Der Hausherr hat die Katze markiert. Tschüss.